figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Ja, und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zu der dritten Folge von meiner Reaction und das auch wieder hier bei Ruffy. Wir gehen steil, wieder natürlich mit dem Opener, damit ja kein Claim kommt von den Producern von Fairy Tail. Ja, wollen wir nicht haben, deswegen, ich habe es auch jetzt noch ein bisschen lauter gestellt. Es war besser als vorher, aber noch nicht ganz perfekt. Ich hoffe, diesmal ist es perfekter. Damit gehen wir rein. Folgende ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie Fairy Tail nicht ersetzen soll. Fairy Tail gehört Kodansha, A1 Picture, Studio Bridge und Hiro Mashima. Bitte unterstützt den offiziellen Release. Oh ja. Und jetzt gehen wir zu 1,53 hoch. Oder sagen wir mal so. Komm. Dann können die beiden sich doch nochmal versöhnen. Auf der anderen Seite bekommt Gilthert auch mit, dass Kana seine Tochter ist. Er weiß aber nicht, wer die Mutter ist, weil er natürlich extrem viele Waifus hatte. Danach merkt er aber, dass Kana die Tochter von Kana. Dann können die beiden... Alter. Dann können die beiden... Ja gut, dann machen wir es ab hier. Auf der das ist ziemlich scheiße mit, über OBS zu Tochter ist. Spulen, er weiß aber nicht, okay. Wer die Mutter ist, weil er natürlich extrem viele Waifus hatte. Danach merkt er aber, dass Kana die Tochter von Cornelia ist, die einzige Frau, die er je geliebt hat. Bei all der Freude macht sich dann aber extrem großer Schrecken breit. Denn ein riesengroßer Drache spawnt hier einfach am Himmel von Kojima. Dabei hat auch niemand von ihnen eine Chance. War aber epic. Erkennt dabei sogar, dass es sich hier um Aknologia handelt. Makarov erkennt auch den Ernst der Lage und will sich für alle opfern. Natsu lässt das Ganze hier aber nicht zu und macht mit. Die Gilde zieht dabei nach und selbst der erste Master von Fairy Tail betet hier für ihren Erfolg. Aknologia ist aber so mächtig, dass die Gilde nichts anderes tun kann, als einen riesengroßen Verteidigungszauber zu casten, um irgendwie zu überleben. Doch das Einzige, was wir hier sehen, ist eine riesengroße Explosion. 7 Jahre sind also in der Welt von Fairy Tail seit jenem schicksalshaften Tag auf Tendojima vergangen. Was ich aber geil finde, ist, wenn wir das immer so machen müssen, dass wir noch ein bisschen Recap haben vom letzten Mal. Ne? Das ist immer cool. Dann wissen wir auch, wo wir stehen geblieben sind. Ja. Das fand ich auch immer so bei Serien richtig geil, wenn wir einfach so ein Replay bekommen haben von der letzten Folge, zum Beispiel bei Digimon, was ich gerade mit meinen Kindern gucke. Da kommt ja auch immer von der letzten paar Folgen irgendwie Ausschnitte und das finde ich immer sehr cool. Und da alle Main Fairy Tail und ich hoffe, ihr habt noch was zum Snacken mitgebracht. Ich habe mir auch da was gegönnt. Werde ich jetzt mir genüsslich dabei reinziehen. Hoffe, ich verschluck mich nicht, wenn irgendwas Lustiges von Ruffy kommt oder hier im Anime gezeigt wird. Die da wohl immer noch weg sind, ist Romeo, jetzt der neue Hauptcharakter. Und Fairy Tail ist mittlerweile echt wack geworden. Ich meine, Makao, den ich für den gesamten Verlauf dieser Videoreihe ignoriert habe, ist nun der Master. Und Max, freaking Max, ist einer der Top-Fairy Tail-Magier. Selbst irgendwelche komischen Banditen können die Gilde hier aufmischen. Der alte Ruhm von Fairy Tail ist wohl hier vollkommen verblasst. Sie haben zwar immer wieder die Altmitglieder gesucht, aber konnten sie nicht auffinden. Bis eben jetzt. Bei weiteren Ärger mit irgendwelchen Filler-Boys kehrt nämlich unsere Gilde in voller Pracht wieder zurück. Ein Glück, Alter. Ich dachte schon, ich müsste mir jetzt irgendwie Displays von Max in mein Zimmer hängen. Also, klären wir doch hier mal auf, was denn eigentlich passiert ist. Vor dem Auslöschen durch Aknologia hat die gebündelte Magie von Fairy Tail dafür gesorgt, dass Mavis aktiv werden konnte und sie eben weggeportet hat. Das Ganze hat nur funktioniert, weil eben der Zusammenhalt innerhalb der Gilde so stark ist. Dieses ganze Siegel dann aber wieder zu lösen, dauerte allerdings hier 7 Jahre. Und damit ist die Relevanz von Romeo, die 5 Minuten angedauert hat, nun wieder vollkommen erloschen. Nachdem die Gilde also zurück ist, ordentlich feiert und sich gegenseitig auf den neuesten Stand bringt, wird im Anime ein Filler-Event getriggert. Was wir hier natürlich
komplett ehrenlos skippen, wie ich Openings bei eben Animes. Lucy möchte dabei auch ihren Vater besuchen, erfährt dann aber, dass dieser leider verstorben ist. Sie haben sich zwar nie richtig gut verstanden, aber das Ganze lässt Lucy hier natürlich nicht kalt. Als sie dann per Post einen Brief von ihrem Vater bekommt, in dem er seine Gefühle niederschreibt, brechen dann nochmal ihre Gefühle komplett aus. Auch wenn es nicht immer glatt zwischen ihnen gelaufen ist, ist die Bindung zwischen Eltern und Kindern eben etwas sehr, sehr Besonderes, was man nicht brechen kann. Und wisst ihr was, Leute? Ihr steht jetzt mal auf und sagt eurer Mutti, dass ihr sie lieb habt. Während sich hier also alles normalisiert und die Gilde über eine andere Gilde namens Sabertooth mehr erfährt, weil diese nun die Top-Gilde ist, hat Makarov auch hier ein Geheimtreffen mit eben Guild Arts. Er zeigt ihm hier nämlich seinen Grischer-Jäger-mäßigen Keller, in der Fairy Tails größte Waffe versteckt hat, nämlich Lumen History. Diese geballte Kraft an Magie dürfen auch hier nur Masters zu sehen bekommen. Was hier auch passt, weil Makarov eben Guild Arts zum nächsten ernennen möchte. Wir sehen ja noch normal, dass neue Dragonslayer in der Stadt sind, nämlich Sting and Row von Sabertooth. Oh, was für eine besondere Magie! Das ist mir gerade scheißegal, ich liebe Sting und Rogue, vor allem den Rogue. Ich liebe den dunklen Drachen, ohne Spaß. Die tritt bestimmt kein achtes Mal auf. Und natürlich haben die beiden hier auch Katzen im Schlepptau. Ach und by the way, werden wir dann sehen, wie krass diese beiden Zwillingsdrachen sind? Sehen wir auf der anderen Seite, dass Natsu sich seinen Arsch von fucking Max absolut versohlen lässt. Okay, gut, zugegeben. Nach Natsus Donner-Drachen-Gebrüllattacke hat er dann auch keinen Bock mehr auf den Kampf. Aber für eine Sekunde hat Max ihn dominiert. Weil die Gilde also hier merkt, dass sie ganz schön an Ansehen verloren haben und nicht mehr so stark wie vorher aufgestellt sind, sucht Gray hier mit seinem Squad Old Sakura auf, die ihnen mit einem Trainings-Arc aushelfen sollen. Und bei der Gilde selbst ernennt Makarov dann Guild Arts offiziell zum 5. Master. Leider hat dieser die Fliege gemacht. Weil er aber einen Brief dagelassen hat, kann er hier als Master entscheiden, dass Laxus wieder Teil der Gilde ist und dann ernennt er Makarov zum 6. Master und hat sich damit ziemlich gut rausgesneakt. Also, zurück zum Training. Old Sakura haut ordentlich rein und erinnert hier auch Wendy merkwürdigerweise an ihren Drachen Grandine. Old Sakura klärt dann aber auf, dass sie eigentlich nicht der Drache ist. Sie stammt nämlich eigentlich aus Edolast und ist wahrscheinlich einfach das Gegenstück zu eben Grandine. Sie hat aber mal Kontakt mit dem Drachen gehabt, von diesem ein Zauberbuch bekommen, wo miese Techniken für unsere Gruppe drinstehen. Wie dem auch sei, zurück bei der Gilde erfahren wir dann, dass Fairy Tail an den Grand Magic Battle Games teilnehmen möchte. Und ja, das Ganze ist ein Turnier. Arg. Fairy Tail will dort mitmachen, weil sie auf diese Weise ihren alten Ruhm wiederherstellen können. Da sie hier auch noch 3 Monate Zeit haben, wird richtig fett trainiert. Was in Fairy Tail Sprache so viel heißt wie, dass sie eben an den Strand gehen. Weil Lucy auch nun mit Michael Jordan, also naja, den Goat trainiert, bekommt sie Hilfe beim Training. Lucy kann hier nämlich nur stärker werden, wenn sie eben ihren Geist trainiert. Am zweiten Tag des Trainings geht dann die Welt der Stellargeister komplett unter. Also wirklich jetzt. Alle gehen also dorthin. Das Ganze war aber nur eine Lüge, weil Lucys Pokémon dann mit ihnen feiern wollten. Dabei spielen sie auch das Lied, was Lucy an ihren Vater erinnert und so kann sie mit der ganzen Sache vollkommen abschließen. Sie haben hier also eine wunderschöne Zeit und merken, dass die Zeit in diesem Raum anders verläuft. Was bedeutet, dass wenn sie jetzt hier bleiben, können sie auf Raum von Geist und Zeit angelehnt aus 3 Monaten Training viel mehr machen. Nur haben sie das Ganze falsch verstanden, weil ein Tag in der Stellargeistwelt entspricht 3 Monaten in der Menschenwelt. Was heißt, dass ihr kompletter Trainings nun vorbei ist. Gleich danach trifft unsere Gruppe auch auf Gerard, Melty und Ul, die sich hier wohl nun zusammengetan haben. Übrigens hat Gerard auch hier seine kompletten Erinnerungen zurück. Auch wenn Ul damals an dem Vorfall mit dem Himmelsturm und Gerard schuld ist, hat Gerard ihr hier vergeben und mit ihr eine Gilde gegründet. Gerard weiß nämlich ganz genau, dass Ul eigentlich nichts Böses wollte, sondern so wie er von der Dunkelheit verschlungen wurde. Dieses Jahr wollen sie die Grand Magic Battle Games überwachen, weil bis jetzt jedes Jahr eine merkwürdige Magie von dort aus ausging. Für diesen ganzen Anlass boostet Ul auch hier unseren Fairy Tail Squad mit ihrer Zeitmagie. Magier nutzt nämlich einen inneren Speicher. Wenn dieser leer geht, bedient sich der Magier an der Magie aus der Atmosphäre. Aus diesem Grund nutzt der Magier nie seinen zweiten Behälter, mit dem man sein volles Potenzial ausschöpfen könnte. Ul sorgt also hier dafür, dass die Magiebehälter unserer Gruppe vergrößert werden, damit sie ihr volles Potenzial eben nutzen können. Und hey, was soll ich sagen, das ist ein Battle schon bei Dragon Ball Z, hat der alte Kaioshin auch nur irgendwie abgedanced. Während Natsu also hier absolut am Leiden ist, geht Erza mit Gerard auf die nächste Base. Er zieht hier aber nicht durch, weil er, naja, eine Verlobte hat.
was er natürlich hier nur gesagt hat, um Ersa zu schützen, weil er nicht möchte, dass einer wie er ihr Leben weiterhin schlechter macht. Ersa hat die Lüge natürlich aber auch sofort durchschaut. Womit wir also nun zum großen Tag der Spiele kommen. Weil Garshin und Luxios auch nicht zurückgekehrt sind, wird unser Main Squad ausgewählt, um an den Spielen teilzunehmen. In der Nacht vor den Spielen trifft Natsu dabei auch auf das Zwillingsdrachen-Duo der aktuellen Top-Gilde Sabertooth, Sting und Rogue. Offenbar war Sting auch ein Fan von Natsu, doch nun ist dieser für Sting eine reine Enttäuschung. Wir erfahren auch hier, dass die beiden zur dritten Generation gehören, denn genauso wie Natsu und die anderen wurden sie von Drachen ausgebildet. Aber so wie die Dragon Slayer der zweiten Generation, Luxus und Cobra, tragen sie auch einen Drachen-Lacrima in ihrem Körper. Dazu kommt noch, dass ihre Drachen nicht verschwunden sind, sondern von ihnen getötet wurden. Nach diesem kleinen Schock kommen wir also erstmal zur Qualifikationsrunde für die Grand Magic Battle Games. Denn nur die ersten 8 Gilden, die es zeitlich schaffen, dürfen sich für das ganze Turnier hier qualifizieren. Weil Wendy komplett random in der letzten Nacht angegriffen worden ist, springt hier der Ehrenboy Elfmann für sie ein. Sie bestehen also hier ihre Quali-Kämpfe super schnell und super easy. Aber sie qualifizieren sich hier trotz dessen nur knapp als 8. Gilde. Also, angekommen im großen Stadion bekommt unsere Gilde hier neuen Drip. Nur ist das für Elfmann als Ersatzmann ein wenig schwierig mit eben Wendys Kleidung. Sie ist auch hier noch im Krankenhaus, weil sie sich immer noch nicht erinnert, was gestern eigentlich passiert ist. Also quasi so wie jeder, der das Video hier am Samstagmorgen nach dem Suff von gestern schaut. Und ach ja, sie wurde ja in der Nacht bei den Quali-Kämpfen entführt. Das habe ich vergessen zu erwähnen, weil es eigentlich sehr irrelevant ist, aber es passiert. Wie dem auch sei, es muss also hier erstmal ohne Wendy gehen. Und um ihre Gilde den nötigen Respekt zurückzuschaffen, genauso wie ich, der Fairy Tail Minuten wieder zurückgebracht hat, sind hier unsere Leute bereit zu beweisen, wie krass sie eigentlich sind. Selbst Mavis ist hier voll hyped. Warte mal, Mavis? Keine Ahnung, Mavis ist auch irgendwie hier. Ja, Mavis. Sie ist mitgekommen, weil ihr langweilig geworden ist und nur die Gildenmitglieder können sie wohl sehen. Gut, die anderen Gilden sind dann auch hier Feuer und Flamme, besonders Leon, der auf Menschenhändler angelehnt vorher den Deal mit Gray gemacht hat, dass wenn Lamia Sky gewinnt, Juvia zu ihnen wechselt. Weder Juvia und Gray haben denen zugestimmt, aber Leon ist sich sicher, dass das passieren wird, wenn er gewinnen würde. By the way, macht hier auch Filler Tail mit. Die sind genauso wie Fairy Tail, nur eben wack. Und natürlich ist Makros Sohn, der ewige böse Ivan, ihr Gildenmeister. Es gibt hier aber auch noch eine Gilde, die auf den Namen Tail hört. Nämlich Fairy Tail B. Die haben einfach mal so eine zweite Mannschaft. Aber dafür ist mein persönlicher Goat, Mystugan, wieder back in game. Und naja, ich weiß, es ist Jira, aber ich wollte einfach Mystugan wieder zurückhaben. Ist auch wohl egal, weil die ganze Aufmerksamkeit hier die aktuelle Nummer 1 Gilde Sabertooth erntet. Die ganzen Games laufen also jetzt so ab, dass es immer ein Main Event gibt und eben danach 1 gegen 1 Kämpfe. Bei beiden Etappen kann man eben Punkte ernten und wer am Ende von 7 Tagen die meisten Punkte hat, der hat eben gewonnen. Die Spiele laufen dann so ab, dass man 2 Etappen hat. Einmal einen Wettkampf mit allen Gilden zusammen und dann klassische 1 gegen 1 Kämpfe. Bei jedem Wettbewerben bekommt man Punkte und wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat eben gewonnen. Beim ersten Wettkampf treten die aus unseren Gilden Gray und Juvia an. Dabei wird eine ganze Stadt aufgefahren und auch Passanten werden eben generiert. Hier geht es nämlich darum, Gesuchter und Sucher zu sein. Für jeden Schlag, den man bei einem anderen Teilnehmer landet, gibt es Punkte. Genauso gibt es aber Minuspunkte, wenn man sich selbst... Also bei uns in der Schweiz hieß es immer, also ich glaube, bei euch heißt es Räuber und Gendarm, bei uns heißt es Räuber und Bulle. Ja. Und das kannst du halt in beide Richtungen spielen, ne? Selbst hauen lässt oder wenn man eben eine Kopie schlägt. Gray fällt ebenfalls darauf rein und checkt erst danach, dass er seine eigene Kopie als Ablenkung benutzen sollte. Auch Leon möchte dann Gray an den Kragen, aber Juvia tut das, was Leon unbedingt möchte und tritt ihn mit ihren Stiefeln nieder. Fillertail Heini stört dabei aber ihre Party und macht eben Stress. Ist aber egal, weil Rufus, und ja, der heißt so wie der komische Nacktmulch aus Kim Possible, von Sabertooth hat bis jetzt hier alles beobachtet und offenbar abgespeichert. Mit seiner Magie kann er nämlich jeden auf einen Schlag treffen. Gray versucht dann zwar noch irgendwas auszurichten, doch der erste Wettkampf geht mit Fairytale ganz unten auf der Tabelle zu Ende. Wobei natürlich die Hater von Fairytale ganz schön am Ablachen sind. Gray lässt sich hier erstmal nichts anmerken, aber möchte definitiv Rache für diesen Kampf.
Damit kommen wir auch zur Kampfrunde, wo Lucy auf Corona von Fillertail trifft. Warte mal, was? Ja, die heißt wirklich so. Na gut, da unsere Gilde auch aktuell glaubt, dass Fillertail hinter den Angriffen auf Wendy steckt, nimmt Lucy den Kampf hier auch persönlich. Ihr Taurus kann aber nicht wirklich viel anrichten. Und Rona hat einfach mal das Jutsu des vertrauten Geistes mit ihren Haaren am Start. Doch Lucy kontert das Ganze mit einem netten Haircut. Das wäre so eine hübsche Frau. Rothaarige Waifus sind in Fairytale eben nicht leicht unterzukriegen. Rona spielt dann ehrenlos und geht auf die Kiddos von Fairytale und... Du willst dich da unten trimmen? Was? Pass auf, dass dein... Alaber nicht. Nee, also ich muss schon sagen, die wäre so eine Hammerbraut und dann macht sie so eine Müllkacke. Sie wird zwar später gut, aber... Da war sie eine verrückte Tante. Übrigens, die beiden Schützen von Fairytale haben ein Kind bekommen. Lucy sind also hier die Hände gebunden und sie muss alles einstecken, um eben nicht das kleine Kero zu gefährden. Nicht mal aufgeben kann sie, weil Rona ihr hier den Mund verbietet. Natsu konnte aber hier das gesamte Gespräch mithören, die Haare entfernen und so kann Lucy wieder frei agieren. Sie tut es dann wie Naruto und holt sich einen Doppelgänger, um ihre Attacke aufzuladen. Die Attacke ist hier auch extrem gewaltig, aber richtet irgendwie nichts aus. Was daran liegt, dass Fillertail gecheatet und so Lucy ausgeschaltet hat. Sie konnte ihre Magie also nicht fertig casten und verliert damit Fairytales ersten Kampf. Natsu wundert sie aber hier auf, dass sie ihre Tränen aufspannen soll, bis sie eben gewonnen haben. Die anderen haben dann auch ihre Kämpfe, aber seien wir ehrlich, die Männer nicht wirklich. Wir sollten uns hier vielleicht nur merken, dass der Sabertooth Tiny echt stark ist. Gerard muss dabei auch gegen Judah von Lamia's Gate ran und der Typ ist ja krass, weil er das Abzeichen der 10 Heiligen trägt. Gerard schlägt sich hier zwar echt gut, aber hat ein kleines Handicap, weil er natürlich genauso wie Mistugan kämpfen muss. Außerdem tankt Judah alles weg, weicht aus und macht sogar auf Hashirama Senju. Gerard holt also zu einer extrem starken Magie aus, die aber seine Identität enthüllen würde. Ul schaltet also schnell, kitzelt Melty und da sie mit Gerard verbunden ist, wird er eben ausgeschaltet. In der Nacht sehen wir dann, dass auch Melty vollkommen versagt hat, sie sich hier nicht unterkriegen lassen. Außerdem scheint das Königshaus von Fiore hier auch zu entscheiden, wer im Turnier gegeneinander kämpft. Der König möchte deshalb hier den Verwandlungsmagier von Fairytale im nächsten Kampf gegen Buckus sehen. Ein Kämpfer der Gilde Quadro Cerberus. Ich meine, der Typ ist sogar so krass, dass er Kana unter den Tisch trinken kann. Und dabei nimmt er sich auch noch eine kleine Trophäe mit. Ob ihr es also glaubt oder nicht, aber der Typ ist ein S-Klasse Magier. Am zweiten Tag der Grand Magic Battle Game stellen sich die Dragon Slayer der Challenge und gehen hier alle bodenlos unter, weil sie hier mit einem Fortbewegungsmittel rumcruisen müssen. Die Runde schafft es dabei, die Spitze zu errollen und Itchy zieht sich Jeremy Fragans neues Parfüm als Boost rein. Buckus zerstört aber hier das gesamte Ding und schnappt sich einfach mal so den ersten Platz. Die Drachen struggeln sich dann durch und Sting fragt sich, warum sie überhaupt hier mitmachen, weil Fairytale sich in der Vergangenheit nie wirklich um eben Ruhm und Anerkennung geschert hatte. Natsu macht ihr aber hier klar, dass es ihnen darum geht, für die Kameraden, die 7 Jahre lang auf sie gewartet haben, den nötigen Respekt zurückzuerlangen. Sie holen sich also hier nicht ganz den letzten Platz und es kommt zur Kampfrunde. Der Hund von Leon holt sich dabei Fillertale Shane ab, außerdem ist der Typ hier auch echt grausam, weil er die Socke vom Wow Wow zerstört. Wir kommen damit aber zum Kampf zwischen Buckus und Elfmann. Weil, naja, also der König hat sich Ersa gewünscht, aber sein Lakai hat das nicht richtig verstanden und deswegen hier Elfmann aufgestellt. Buckus juckt das Ganze aber nicht wirklich und er geht hier ehrenlos auf die Schwestern von Elfmann. Er sagt hier nämlich zu Elfmann, dass nachdem er mit ihm den Boden gewischt hat, er ein Rücknummer von Chris Paul mit ihnen durchziehen wird. Natürlich hat Elfmann hier keine Chance, egal welche Form er annimmt und deswegen geht er komplett unter. Buckus ist auch hier der Lee Sin unter den Magiern, weil er seine gesamte Magie in seine Handflächen fokussiert, um eben eine Art Kung Fu anzuwenden. Außerdem schlägt er sich in eine Art Rausch, die einen Besoffenen gleicht. Damit ist er eben unberechenbar und ein extrem ekliger Gegner. Wie Rock Lee, ne? Als er dann also einen Schluck nimmt, ist es komplett aus für Elfmann. Aber unser Testonacken hat hier noch einen Ass im Ärmel, denn mit seiner neuen Dino-Form kann er einfach mal alles wegtanken. Mit seiner Echsenhaut ist er auch ein direkter Counter für eben Buckus. Die fetzen sich hier also wie wahre Männer und kassieren beide ordentlich viel. Das Ganze wird zu einem Ausdauerkampf, den schlussendlich Buckus gewinnt. Jedenfalls würde man das denken, da in Wahrheit Elfmann doch derjenige ist, der länger durchhält und hier tatsächlich den Kampf für sich entscheidet. Und Bruder, yes. Ich sage euch ganz ehrlich, der Kampf zwischen Mida Jen und Jenny läuft so ab, dass sie einfach die ganze Zeit rumstrippen und wir skippen es einfach, weil es endet damit, dass Mida Jen sie komplett aus dem Leben nimmt. Beim letzten
ganzen Tag an diesen Kampf. Und ja, ich weiß, mein Gehirn hat sich hier einfach kurz ausgeschaltet. Muss dabei Yukino aus Sabertooth gegen Kagura von Mermaid Heal ran. Und Yukino ist hier genauso wie Lucy eine Stellar-Magierin. Sie hat hier sogar Schlüssel, die von Lucy bei Weitem übertreffen. Kagura kann aber einfach mal so ihre Schlange Shishi Sonson und so den Kampf in einem Wimpernschlag beenden. Der Master von Sabertooth ist dabei nicht wirklich erfreut von dieser Nachricht, also rastet er komplett aus. Er zwingt Yukino dazu, sich auszuziehen, um eben gedemütigt zu werden. Dazu kommt sogar noch, dass er einfach mal ihr Genabzeichen löscht und sie so aus der Gilde verbannt. Erza trifft dabei auch auf ihre alte Freundin wieder. Ihr wisst schon, dieses komische Katzenmädel, was eigentlich voll unwichtig war. Jedenfalls ist sie nur Teil der Gilde von Mermaid Heal. Sie erzählt Erza dabei, dass Kagura nie wirklich ihr Schwert zieht. Wenn sie das nämlich tut, dann nur, wenn sie bereit ist zu töten. Und dieses Schwert ist nur dazu da, um eben Gerard umzubringen, denn er ist derjenige, der ihr alles genommen hat. Auch Brianna will hier nichts mehr als den Tod von Gerard. Yukino auf der anderen Seite möchte hier Lucy ihre beiden Schlüssel übergeben, da sie eben eine bessere Magierin ist und eine alte Legende besagt, dass alle Schlüssel beisammen sein müssen. Dazu geht dann Yukino hinterher, weil Natsu eben in ihrem Gespräch ihre Gilde Sabertooth beleidigt hatte und sich entschuldigen wollte. Dabei bricht Yukino aber zusammen, weil niemals jemand so nett zu ihr war wie eben Natsu. Er erfährt dabei auch, wie sie behandelt wurde, wird zornig und macht sich auf den Weg zu Sabertooth. Jetzt gibt's Dresche. Er stellt sich hier direkt dem Master der Gilde und fordert auf, dass dieser bei einer Niederlage aus der Gilde austreten muss. Irgend so ein Möchtegern Naruto schiebt dann vorher noch Stress, aber Natsu puncht dann einfach mal auf Saitama angelehnt weg. Gegen den Gildenmeister läuft es dann aber nicht wirklich einfach ab. Nach einem kleinen Hin- und Her-Gestruggle kann Natsu dann einen Punch landen, der den alten Obi wirklich gefinisht hätte. Doch in Wahrheit ist es hier so, dass seine Tochter Minerva die Attacke gestoppt hat. Sie ist eigentlich auch die stärkste Magierin der Gilde, aber hat vorher nicht mitgemacht, weil sie noch einen Auftrag zu erledigen hatte. Um also nun keine Disqualifikation für einer der beiden Gilden zu riskieren, gehen sie hier erstmal getrennte Wege. Damit, meine Damen und Herren, kommen wir nun zum dritten Tag der Grand Magic Battle Games, in dem der Wettkampf wie folgt aussieht. Ein Schloss namens Pandemonium wird gecastet und in diesem gibt es 100 Monster mit verschiedenen Kampfklassen. Die Kämpfer kämpfen alle nach der Reihe und sagen immer, wie viele Monster sie bezwingen wollen. Man kann jetzt also so taktisch angehen und den starken Monstern aus dem Weg gehen, weil es natürlich immer weniger werden. Man muss also nur mitzählen, wer wen besiegt. Was macht also Erza, die das Losglück hatte, als erstes antreten zu dürfen? Richtig, sie wählt alle 100 Monster auf einen Schlag. Oh ja. Erza juckt hier wirklich absolut gar nicht. Sie stellt sich hier allen Monstern gleichzeitig. Ganz alleine nutzt sie hier jede Rüstung und die Elfe, die einst als gefallen galt, steigt damit wieder empor und sie schafft es hier wirklich, das gesamte Schloss alleine auf einen Schlag zu erledigen. Damit bekommt sie also satte 100 Punkte auf ihr Konto gut geschrieben. Da die anderen Gilden aber noch irgendwie ihre Punkte bekommen müssen, machen sie hier noch einen Dragon Ball Z Wettbewerb. Sie kramen also ein Apparat raus, der die Kraft von magischen Attacken einstufen kann. Jeder haut hier also raus und Judah von Lamia Scale haut wirklich derbe rein, aber kommt hier nicht over 9000. Ist aber auch nicht schlimm, da Kana hier nämlich Fairy Glitter rauskramt und so das ganze Ding beinahe wegnukt, holt sich Fairy Tail B hier den zweiten Platz. Over 9000. Lief also bis jetzt ziemlich gut. Fragt sich nur, was eben die Kampfrunde ergeben wird. Das ist fraglich, ne? Nachdem die ganzen Kämpfe gelaufen sind, die uns nicht wirklich jucken, trifft Luxus hier auf Alexei von Filler-Tail. Doch auch wenn Luxus eigentlich derjenige ist, der hier den Zuhältermantel trägt, wird er behandelt wie eine Also Luxus geht hier wirklich volle Kanne unter. Was aber eigentlich nur daran liegt, dass Alexei Phantommagie eingesetzt hat. Die Zuschauer sehen nämlich hier nur, wie sich zwei Phantome bekämpfen, weil die echten aktuell in einer anderen Dimension sind. Alexei möchte hier nämlich gar nicht gegen Luxus gewinnen, er möchte etwas von ihm erfahren. Seine ganze Gilde ist nun auch mit auf dem Kampffeld und hinter der Maske vom Typen steckt hier niemand anderes als eben Luxus Vater, Ivan, der abtrünnige Fairy Tail Magier. Er möchte hier gar nicht gewinnen, er möchte nur von Luxus wissen, wo eben Lumen History ist. Luxus ist aber hier natürlich kein Interesse daran, das irgendwie zu verraten. Ivans Gilde ist dabei auch eine Anti-Fairy-Tale-Einheit. Sie bestehen nur aus Kämpfern, die eben Fairy-Tale countern. Weil Gaji dabei eine Zeit lang als Doppelagent agierte, wussten sie schon längst von dieser Gilde. Luxus macht hier einfach mal so jeden einzelnen von ihnen komplett fertig und auch sein Möchtegern-Vater verpasst da hier eine richtig deftige Schelle. Denn die einzige Familie, die er kennt, ist eben Fairy Tail. Bro, Luxus hat einfach mal so den mit Hausschuhen verdroschen werden Spieß
umgedreht. Das Phantombild fliegt also auf und alle erkennen hier, dass Luxus trotz des Cheaten von Philatale die komplette Gilde geraidet hat. Er bekommt hier also seine Punkte und Philatale wird disqualifiziert. Damit steht auch der Kampf zwischen Wendy und Mermaid Healed Shelia an, bei dem beide natürlich sofort auf die Schnauze fliegen. Wie dem auch sei, Wendy trifft hier auf eine sehr, sehr harte Nuss, weil Shelia genauso wie eben Wendy kämpft. Sie ist nämlich eine waschechte Godslayerin. Shelia scheint hier aber eindeutig die Oberhand zu besitzen. Wendy schlägt sich hier aber trotzdem tapfer und ihr gelingt es sogar mit einem fetten Gebrüll den Clash mit eben Shelia zu gewinnen. Würde ich sagen, aber offenbar legt sie es jetzt so richtig los. Sie holt dabei zu einem Riesenangriff aus und dieser hätte auch ordentlich reingeziebelt, aber die ganze Attacke ging hier daneben. Sie machen hier also beide unerbittlich weiter und der Kampf endet damit in einem Unentschieden, weil die Zeit abgelaufen ist. Womit wir nun zum vierten Tag kommen, wo ein Wasserringkampf stattfindet. Also da desto länger Juvia, drin bleibst, desto mehr Punkte gibt es. Lucy hat hier mit Aquarius zwar einen Vorteil, aber für Juvia ist das Ganze natürlich auch ein Heimspiel. Alle bis auf Juvia, Lucy und Sabertooths Neuzugang Minerva fliegen dabei eine nach der anderen raus. Und Juvia wird dann von Minerva auch ziemlich schnell rausgeworfen. Womit hier eine Sonderregelung getriggert wird. Wer nämlich in den nächsten 5 Minuten rausfällt, landet automatisch auf den letzten Platz. Und da Lucys Schlüssel hier geklaut werden, ist sie Minerva schutzlos ausgeliefert. Sie hält sich hier zwar tapfer, aber das auch nur, weil Minerva Fairy Tail komplett demütigen wollte. Denn vor dem Ablaufen der 5 Minuten quält sie Lucy richtig durch und wirft sie dann easy raus. Fairy Tail möchte wegen dieser Herangehensweise Rache, aber Ersa kann ihre Jungs hier nochmals zurückhalten. Außerdem sollen sich nun Fairy Tail A und Fairy Tail B zusammenschließen. Durch die Disqualifizierung von Raven Tail gehen nämlich die Paarungen der Gilden hier nicht mehr auf. Leider wird dabei auch nur die niedrigste Punktzahl der beiden Teams übernommen. Es tritt also hier ein völlig neues Fairy Tail an, aber sie sind immer noch siegessicher, den ganzen Pott mit nach Hause zu nehmen. Sie schließen also ihre Teams zusammen und damit kommen wir zum Kampfpart vom heutigen Tag. Dabei haben wir ein Tag-Team-Fight, bei dem Ichia sich einfach mal mit seinem Drecks-Idolos-Counterpart zusammengetan hat. Buckles macht dabei zwar die beiden fertig, weil Ichia aber ein super-duper-Special-Parfüme hat, kann er hier im Alleingang gewinnen. Bei Kakuros Kampf gibt es dann keinen Sieger, weil die Zeit abläuft und damit kommen wir zum Main-Act, nämlich Gajil Onatsu vs. Sting und Rogue. Dabei werden die Zwillingsdrachen von der Geschwindigkeit unserer Jungs sofort überrascht. Natsu macht dabei aber auf großen Bruder und lässt die beiden Jungs zusammenspielen, indem er ihre Köpfe zerhämmert. Das gefällt den beiden hier natürlich überhaupt nicht, weswegen sie einfach mal so zu Super Saiyajins werden. Wie Licht und Schatten greifen sich hier an und unsere Fairy Boys gehen damit unter. Für Sting ist damit auch endlich der Tag gekommen, an dem er Natsu übertreffen kann. Doch auch wenn es so aussieht, dass die beiden hier die absolute Oberhand haben, machen Gajil und Natsu ganz schnell klar, dass sie nicht mal richtig ernst machen. Sie weichen hier also aus und pfeffern deftig zurück. Natsu mit einem Punch und Gajil komplett respektlos mit seinem Ellbogen. Auch Stings heilige Nova wird hier mit Natsus bloß... Also ich muss sagen, bei Natsu und Gajil habe ich immer so das Goku und Vegeta-Gefühl, ne? Natsu ist Goku und Gajil ist Vegeta, so vom Trip her. Außer Hand gestoppt. Das ganze Stadion spürt hier ganz eindeutig, dass diese beiden Teams kräftetechnisch Welten auseinanderliegen. Die Zwillingsdrachen wollen hier aber nicht aufgeben und packen dabei ihr Karma aus. Sie können hier nämlich die Kraft abrufen, die Natsu einsetzen konnte, als er den Lacrima damals im Kampf gegen Gerard gegessen hat. Sie nutzen hier die sogenannte Dragon Force, die wir schon einige Male gesehen haben, aber noch nicht ganz erklärt bekommen haben. Sting kämpft dabei also erstmal alleine und es wirkt wieder so, als wäre er viel, viel stärker als Natsu und eben Gajil. Er zerbombt das gesamte Kampffeld und damit verlagert sich ihr Kampf nach unten. Doch auch unterhalb macht er einfach immer weiter und unsere Jungs bekommen dabei gar keine Zeit zum Atmen. Sting kämpft hier verbissen für seine Katze Lecter. Dieser wurde nämlich damals als Lügner beschimpft, als er sagte, dass Sting einen Drachen getötet hat und keiner ihn geglaubt hat. Deswegen wollte Sting schon immer Natsu besiegen, um zu beweisen, dass seine Katze nicht lügt. Jedenfalls kann Sting hier gewinnen, seinen Traum wahrmachen und er steht hier in voller Pracht mit Siegerpose da. Was
Was hier aber nur so passieren kann, weil Gajiro und Natsu ihn getrollt haben. Sie stehen nämlich einfach auf, als würde nichts passiert und sagen dann, dass sie eigentlich den Kampf nur dazu genutzt haben, um herauszufinden, wie Sting so kämpft. Weil Natsu also nun alles weiß, was er wissen muss, schickt er Gajiro nur schlafen und stellt sich hier den Kampf alleine. Er provoziert Sting und Rogue dann maximal mit seinen Flammen und nimmt sich den beiden an. Sting kämpft hier mit seinem absoluten Ass, eben mit der Kraft, die er dazu verwendet hat, um einen Drachen zu töten. Doch Natsu wird einfach alles ab und zeigt ihm, wie die Kraft aussieht, die man eben aus Freundschaft schöpft. Er tankt hier auch das Duo-Gebrüll von Sting und Rogue, als wäre absolut nichts los. Außerdem verprügelt er die beiden gleichzeitig, als wären sie kleine Rotzlöffel. Die finale Attacke der beiden kontert er dann mit seiner eigenen. Er schickt die beiden auf die Bretter und fährt damit den Sieg auf voller Linie ein. Sabertooth Master schmeckt das Ganze natürlich überhaupt nicht, weswegen er komplett durchdreht. In der Zwischenzeit findet Gajiro auch im Untergrund einen Friedhof voller Drachen. Und bei dieser absoluten Spannung, die gerade aufgebaut wird, geht unsere Gilde dann ins Schwimmbad. Ja, nee. Also wirklich jetzt. Aber hey, dabei entschuldigt sich Rona wenigstens bei Luz. Mit also Fairy Tail, die nun einen Punkt Vorsprung auf Sabertooth haben, ist ihr Master ganz schön angepisst. Als Lecter dann die Jungs wegen ihrer Niederlage in Schutz nimmt, dreht der Master komplett durch und bringt ihn einfach mal um. Weswegen Sting dann komplett durchdreht und seinen Master einfach mal direkt auch umbringt. Wie dem auch sei, in der Nacht bringt Gashi dann seine Friendos zum Drachenfriedhof und Wendy... Das hat jetzt nicht gerade Ruffy ernsthaft nur so runtergeredet. Der Moment war epic, Mann. Wie er einfach so durchgedreht ist und mal mit dem Boss kurzen Prozess gemacht hat. Hätte ich auch gemacht an der Stelle, aber dass Ruffy das so runtergeballert hat? Vor allem Dingen so trocken, ey. Will die neue Technik von Old Sakuras Drachenbuch ausprobieren. Mit dem Zauber Milky Way hast du nicht nur eine geile Süßigkeit, nein, du kannst auch irgendwie die Milky Stimmen Way. Von verstorbenen Drachen hören. Sie wecken damit Zirkonis, der ihnen erzählt, dass einst die Drachen die Herrscher der Welt waren. Die Menschen waren damals nur Nahrung für sie, bis eben einige Drachen angefangen haben, die Menschen zu verteidigen. Also haben die Drachen, die für die Menschen waren, und die Drachen, die die Menschen nur als Big King XXL angesehen haben, gegeneinander gekämpft. Der Krieg erreichte dann seinen Höhepunkt, als die Befürworter-Drachen den Menschen Dragon Slayer-Magie gegeben haben. Durch diese Magie kam es dann dazu, dass die Menschen eben zurückschlagen konnten. Unter ihnen gab es auch einen Menschen, der es besonders in sich hatte. Er tötete einen Drachen nach dem nächsten und nahm so immer mehr die Gestalt eines richtigen Drachen an. Natürlich ist hier die Rede von Agnologia, der Mensch, der eben zu einem Drachen wurde. Vor 400 Jahren hat er dabei fast alle ausgerottet. Bevor Zirkonis dann aber weiter ausholen kann, verschwindet er wieder. Und Arcadius, der zur königlichen Armee gehört, kommt dazu und erzählt, dass er plant, Seraph zu töten. Yugino ist ihm wohl auch irgendwie beigetreten. Für ihr ganzes Vorhaben, Agnologia als auch Seraph zu besiegen, benötigen sie hier wohl eine Stellarmagierin. Deshalb haben sie auch vorher versucht, Lucy zu entführen, aber haben Wendy erwischt. Auch die Grand Magic Battle Games finden nur statt, um eben Magie von anderen Magiern anzuzapfen. Das Eclipse-Tor, was sie haben, braucht eben enorm viel Magie. Defense Force, Soldier 11. Customized Training Program activated. Und nur mit der Hilfe eines Stellargeist-Magier kann man dieses Tor eben öffnen. Dadurch kann man 400 Jahre zurückreisen und eben Seraph töten, bevor dieser unsterblich wird. Bevor hier aber irgendwie weiteres passiert, kommt die königliche Armee dazu und nimmt unsere Leute gefangen, weil sie gegen den Plan sind. Sie finden nämlich, dass der Eclipse-Plan das Risiko mit sich bringt, die Gegenwart zu verändern. Lucy wird hier also gefangen genommen und der Rest von Fairy Tail wird dagelassen. Sie haben nämlich noch eine Chance, das ganze Vorhaben zu ändern. Weil der König nämlich ein großer Fan von Fairy Tail ist, könnte Arcadius ihnen eine Audienz gewähren, wenn sie eben die Grand Magic Battle Games gewinnen. Und ich weiß, das ist eine wirklich komische Voraussetzung. Wie dem auch sei, im Knast erfährt Lucy dann auch, dass Yukino nur mitgemacht hat, weil sie damals aufgrund von Seraphs Anhängern ihre Schwester verloren hat. Und sollte der Eclipse-Plan Erfolg haben, könnte sie die Gegenwart so ändern, dass sie wieder lebt. Wir kommen aber erstmal zum letzten Tag der Grand Magic Battle Games. Hier tritt auch ein komplett gebrochener Sting an, weil sein Partner eben verstorben ist. Dazu kommt auch, dass wir hier ein komplett neues Fairy Tail sehen. Da unsere Gilde sich dazu entschlossen hat, einen Squad zum Kampf zu schicken, aber auch zur Absicherung einen Squad loszuschicken, der eben Lucy befreit. Wir kommen aber hier erstmal zum letzten Spiel. Wir haben nämlich hier ein klassisches Battle Royale. Man bekommt hier Punkte, wenn man einen Gegner K.O. haut. Außerdem entscheidet jede Gilde einen geheimen Anführer, der beim Besiegen sogar 5 Punkte wert ist.
Obwohl also hier der Startschuss vom letzten Spiel ertönt, bewegt sich von Fairytales Gilde kein einziger Magier. Die anderen legen dabei aber schon voll los und stellen sich den Kämpfen. Ich meine, Sting ist hier so sauer, dass er Buckus einfach mal one-shottet. Auch Kagura, Shishi, Sonstot wie immer einfach alles weg. Doch trotz allem rührt sich niemand von Fairytale. Was aber nur daran liegt, dass Mavis mit Hilfe der letzten 5 Tage alle Kampfmuster berechnet hat und eine Strategie für unsere Gilde zurechtgelegt hat. Nachdem also gewartet wurde, gibt sie dann den Befehl zum Angriff. Erster bekommt dabei Easy Points mit Jenny. Gashi ebenfalls mit Blue Pegasus, Final Fantasy Boys und auch Gray kann diese auf Eis setzen. Während Mavis sie also hier alle dirigiert, dringt der Natsu-Squad immer weiter im Schloss vor. Doch gerade als sie Lucy befreien, tappen sie dabei in die nächste Falle. Also wieder zurück zu den Spielen, wo sich Gray endlich wieder Rufus stellt. Und das, obwohl Mavis sagte, dass er gegen diesen im Nachteil wäre. Womit sie auch recht haben sollte, weil er ein wirklich sehr ekliges Matchup für eben Gray ist. Mit seiner Ice-Make-Magie kommt er hier nicht voran, weil Rufus mit seiner Erinnerungsmagie alles, was er sich merkt, erschaffen kann. Das ist aber dann kein Problem für Gray, er pullt hier nämlich sein ganz eigenes Noble Phantasm Unlimited Blade Works und droppt hier so viele Schwerter, dass Rufus gar nicht hinterherkommt. Also kontert dieser mit heißen Flammen, aber diese sind nicht mal ansatzweise so heiß wie die Nächte, die Gray mit eben Juvia hatte. Und auf diese Weise kann Gray mit einem schmackhaften Schwerthieb den Kampf für sich entscheiden. Wäre das nicht schon genug, hat hier Gray überhaupt keinen Respekt für Rufus, weil er einfach mal mit seinem Dreckshut am Emoten ist. Und hier auch nochmal ein Flashback sieht von gut aus, ne? Bekommen. Sting hat den Master zwar getötet, aber Mirvana fand ihren Vater sowieso immer schon ganz schön blöd. Sie macht ihm also klar, dass der Unterschied zwischen Sting und Natsu die Gefühle sind. Ihr Vater hat sie alle manipuliert und glauben lassen, dass sie keine Freunde brauchen. Natürlich treibt sie hier aber nur ihre eigenen Psychospiele. Mirvana erinnert nämlich hier Sting zum nächsten Master, teilt ihm mit, dass sie seine Katze vor der Explosion weggeportet hat und macht ihm auch klar, dass er seine Katze nur wieder bekommt, wenn er eben die Grand Magic Battle Games gewinnt. Im Untergrund trifft Natsu dann auch wieder auf Arcadius, der von der Special Einheit des Königreichs den hungrigen Wölfen fertig gemacht wurde. Und ja, ich weiß auch, dass sie nicht wirklich bedrohlich aussehen. Ich meine, selbst Natsu muss sich bei dem Anblick von dem Typen mal ablachen. Jedenfalls kommen wir hier so richtig rein, es kommt zur Explosion und so trennen sich alle, damit jeder seinen Einzelkampf bekommt. Die Wölfe sind nämlich hier dazu da, die Todesstrafe durchzuziehen. Und natürlich sehen wir hier erstmal von jedem seine super tolle Fähigkeit. Der Kampf von Lucy hat es hier aber am meisten in sich. Ihr Gegner macht nämlich auf Kindergarten angelehnt den Boden zu Lava und so gehen Lucy als auch Yukino unter. Auch Arcadius macht hier lange vor Odensummer einfach mal auf Oden und badet in Lava, um sie eben zu retten. Danach geht er unter und damit haben wir einen weiteren Tod. Weil als ob er das überleben könnte. Ja, doch, tut er. Lucys, naja, ihr wisst schon, Uhr kam wieder dazu und hat ihn irgendwie gerettet. Eigentlich wurden auch Lucy die Schlüssel abgenommen, weil Leo aber das Tor zur Menschenwelt passieren kann, wie er Bock hat, hat sie die Schlüssel schon für sie zurückgeholt. Da nun noch alle Schlüssel vereint sind, zeigen die von Yukino nun ihre wahre Gestalt. Nämlich ein Kind und eine Mutti in der Kombi. Nur werden sie hier von ihrem Gegner gekontert, da er sie ins Wasser verfrachtet und deswegen werden sie wieder zu Fischen. Aber Lucy kontert einfach den Konter mit eben Aquarius. Auf den anderen Schlachtfeldern sind unsere Leute auch extrem erfolgreich. Jedenfalls erfahren wir hier, dass hinter dem Eclipse-Plan eigentlich die Prinzessin von Fiore steckt. Sie weist dann auch den Bischof irgendwie darauf hin, dass es wohl einen Eclipse-Plan 2 gibt, der eben stattfinden muss, weil sonst morgen die Welt untergeht. Kommen wir aber erstmal wieder zurück zu Ersa. Sie führt hier nämlich gerade einen Dreikampf mit eben Kagura und Minerva. Und um bei diesem Kampf den Überblick zu behalten, braucht ihr alle eine Brille, die mindestens doppelt so fett ist wie meine. Die hauen sich also hier alle irgendwie die Köpfe ein und Minerva scheint auch das Hakai vom Beerus drauf zu haben. Kagura geht dabei also auf Magengrube und Ersa nutzt das Ganze aus für einen saftigen Kick. So kann sich Minerva also beide packen und heftige Magierschellen verteilen. Doch das alleine reicht natürlich nicht aus, um Ersa oder Kagura irgendwie ernsthaft anzugreifen. Also nutzt, naja, Minerva eine Geisel, mit der beide eine emotionale Bindung haben. Zurück bei der Prinzessin von Viola redet sie darüber, dass sie den Eclipse-Plan verfolgt, weil ihr wohl eine Person, die die Zukunft kennt, erzählt hat, was passieren wird. Und diese Person bekommt hier auch Natsu zu Gesicht. Es handelt sich hier nämlich einfach mal um Future Lucy. Weil sie aber erstmal ohnmächtig wird, muss Natsu sie erstmal rausschleppen. Zurück bei den anderen zieht Kagura hier auch voll durch. Aber es ist hier nicht Minerva, die den Hit abbekommt, sondern eben Ersa, weil Minerva mit ihrer Magie teleportieren kann. Also möchte sie ja auch, dass sich die beiden erstmal gegenseitig ausschalten.
Sakura lässt sich auch darauf ein, weil sie wohl einen Hasskick auf Ersa schiebt, da diese nämlich nicht eine wahre Freundin von Mirianna ist. Und trotz Ersas Rüstung ist Kagura hier stark genug, um ihr wirklich etwas entgegenzusetzen. Sie kann Ersa sogar einfach mal so Shishi Sonson. Als Ersa dann aber am Boden liegt, tritt Kagura richtig heftig nach. Ersa hat nämlich hier im Gespräch einen wunden Punkt getroffen, da sie eben Kagura aufgewiesen hat, dass sie ihre gesamte Stärke aus dem Hass gegenüber Gerard bezieht. Kagura ist hier aber sauer, weil sie eben die Schwester der ewigen Legende Simon ist, der ja Real Rap in Fairy Tail gestorben ist. Deswegen Ersa natürlich enthüllt, dass es natürlich Gerard war, aber eigentlich Ersa selbst die Schuld an Simons Tod trägt. Das lässt Kagura also durchdrehen, wir sehen aber nur, dass sie ihre Klinge zieht und extrem viel Blut fließt. Das Ganze war natürlich ein Clickbait-mäßiger Cliffhanger, denn Kagura hat Ersa nur an der Schulter getroffen. Ersa tut es auch hier leid, was mit Simon passiert ist, aber aufgeben kann sie hier auch nicht. Deswegen wechselt sie wieder auf die Kraft der Freundschaft Rüstung, bei der eben ihre gesamte Magie in ihr Schwert fließt. Und auf diese Weise schickt sie Kagura hier auf den Boden. Wobei rauskommt, dass Ersa eigentlich aus dem gleichen Dorf wie Kagura stammt. Sie kann sich sogar daran erinnern, dass Ersa damals Kagura selbst gerettet hat. Das bricht natürlich hier den Kampfeswillen von Kagura komplett, weswegen sich Minerva hier einschaltet und die Punkte einsackt. Darüber hinaus erfahren wir dann auch hier, dass sie Mirianna übertrieben gequält hat. Laxus hat derweil auch seinen Kampf mit Sabertooth und Judah mischt sich dabei ein. Bei Juvia und Celia kommen dabei ihre Husbandos Leon und Gray dazu. Beim Palast erfahren wir dann auch von Future Lucy, dass schon bald eine Flut von 10.000 Drachen auf sie zukommen wird. Diese Lucy kommt nämlich aus einer Zukunft, in der all ihre Freunde durch die Drachen getötet worden sind. Sie selbst konnte aber entkommen und irgendwie das Eclipse-Tor öffnen, um so in der Zeit zurückzureisen. Aber ob in der Gegenwart oder in der Zukunft, Natsu wird Lucy einfach immer beschützen. Wussten Sie, dass Ihre Nase Gerüche mit der Zeit nicht mehr wahrnimmt? Genau. Ich frage mich nur, wie das gegangen sein soll, ne? Ich glaube, es wird auch nie geklärt. Diese 10.000 Drachen sollten selbst gegen Natsu keine Chance haben. Gibt nur eine Handvoll Drachen, die gegen ihn überhaupt eine gute Nummer schieben könnten. Auf der anderen Seite verliert Rogue zwar seinen Kampf gegen Gargil, doch dadurch konnte er endlich verstehen, dass Gargils Gilde eben seine Freunde ihn so stark machten. Gargil macht ihn hier aber außerdem klar, dass er nicht rumheulen soll, denn mit seiner Katze Frosch hat Rogue doch schon längst ein undurchdringbares Band der Freundschaft. Doch komischerweise ist sein Schatten mit der ganzen Redemption nicht wirklich einverstanden. Er möchte Gargil hier nämlich umbringen. Weil sein Schatten ihn auch irgendwie boostet, ist er auch mächtig genug, um das Ganze hier wirklich durchzuziehen. Doch es ist hier eher so, dass der Schatten eben Rogue kontrolliert. So kann Gashi also nicht mehr treffen und wird absolut zerrissen. Bevor er Gashi dann aber vollkommen erledigt, dreht Gashi den Spieß um und isst seinen Schatten einfach auf, womit er nun zum Eisenschattendrachen wird. So gewinnt Gashil also wieder die Oberhand und wischt mit Rogue den Boden. Und mit einem richtig fetten Gebrüll gelingt es ihm hier doch nochmal, den gesamten Kampf für sich zu entscheiden. Doch der Schatten macht dann auf Black Zetsu von Naruto und macht die Fliege. Bei Ersa sieht es dabei nicht so gut aus. Gray führt seinen Kampf der Liebe mit Leon für Juvia und Judah haut mächtige Schellen raus. Laxus nimmt sich ihm dabei an und geht direkt zu Boden. Mit einem Dragon Slayer würdigen Kinnhaken meldet er sich aber hier doch nochmal zurück. Als Shura dann deswegen auf richtigen Erdbändiger macht, wird Laxus zu einem waschechten Super Saiyajin. Hier teilen also beide aus und kassieren auch beide. Doch dann droppt Laxus den Signature-Satz von eben Natsu. Er brennt jetzt richtig auf diesen Kampf. Titania hingegen ist schon seit gefühlt Stunden nur am Einstecken, bis sie eben ihr Ass im Ärmel zieht, nämlich Second Origin. Kurz zur Erklärung dazu, das Ganze ist nur möglich, weil sie eben, wie erwähnt, Second Origin angewendet hat, was im Grunde genommen der Speicher ist, den Ul im Trainingsarc für unsere Crew freigeschaltet hat. Bevor wir hier aber sehen, was passiert, nimmt Laxus hier seine ganzen Kraftreserven zusammen und besiegt Judah hiermit vollkommen. Und weil Juvia und Gray dann auch einen Combo-Angriff landen, werden Leon und Celia platt gemacht. Also, wir kommen wieder zurück zu Ersa. Sie hat hier nämlich eine Rüstung gepult, die so viel Magie absorbiert, dass sie seit 10 Jahren nicht mehr benutzt wurde. Nachdem Ersa also 10.000 Angriffe einstecken musste, besiegt sie ihren Gegner mit einer einzigen Attacke. Fairy Tail ist damit auf Platz 1 und es gibt beinahe keine Gegner mehr. Außer eben Sting, der alle zu sich bestellt und auf sie wartet, da er topfit ist wie meine Pokémon vor der Liga.
stinken also hier, jeden einzelnen abzustücken, weil sie alle am Ende sind. Doch als er seine Energie auflädt, um loszulegen, sieht er vor sich nur den eisernen, stolzen Blick von Fairy Tail. Und in diesem Moment wird ihm klar, dass er die ganze Zeit über für Macht und Ruhm alles getan hat, was nötig war. Er hat auf alle anderen gepfiffen und eigentlich ist er indirekt an dem beinahe Tod seiner Katze Lecter schuld. Sein falsches Bild von Stolz ist endlich gebrochen und damit ist sein Kampfgeist auch komplett zerstört. Die Grand Magic Battle Games sind damit also zu Ende und Fairy Tail hat sich hier wieder ihren Recht Platz zurückerkämpft. Und hey, immerhin bekommt Sting dank Miliana dann doch nochmal sein Wiedersehen mit eben Lecter. Das Turnier ist hier zwar vorbei, aber der Arc noch lange nicht. Der Eclipse-Plan ist nämlich immer noch voll im Gange. Gerard checkt hier auch mal, dass die Magie von Zeref, die er wahrgenommen hat, eigentlich die von Lucy ist. Da sie nämlich durch das Eclipse-Tor gekommen ist, sind Teile von Zerefs Magie an ihr haften geblieben. Er versteht hier aber auch, dass es noch eine weitere Person geben muss, die ihre Finger im Spiel hat. Wir erfahren hier auch, dass es ein Missverständnis gab, weil die Prinzessin von Fiore gar nicht mit Future Lucy in Kontakt stand, sondern mit einer anderen Person. Eine weitere Person scheint aus der Zukunft gekommen zu sein, die ihr eben falsche Anweisungen gegeben hat. Und wir sehen dann auch mal die Person, es ist nämlich niemand anderes als eben Rogue aus der Zukunft, der nun vor Natsu steht. Offenbar herrscht nämlich in seiner Zukunft die Drachen. Jemand verhinderte nämlich, dass das Eclipse-Tor geöffnet wurde und deswegen konnte nicht die Kanone des Eclipse-Tor benutzt werden, die eben dazu in der Lage gewesen wäre, die Drachen umzubringen. Die Person, die das Öffnen des Tors verhindert hat, war auch Lucy, weswegen Rogue sie nun umbringen möchte. Doch Future Lucy stellt sich dabei in den Weg, um unsere Lucy zu retten. Sie muss also hier leider sterben, aber sie ist damit glücklich. Sie hat nämlich damit ihre eigene Zukunft beschützt und nochmal ein letztes Abenteuer erlebt. Mit ihren letzten Worten sagt sie hier nochmal, dass sie das Tor damals nicht verschlossen hat, aber Rogue besteht hier trotzdem darauf und möchte die andere Lucy umbringen. Natsu nimmt sich ihn also hier an und die anderen ergreifen die Flucht. Ich würde rennen. Die anderen Gilden erfahren auch vom Angriff der Drachen und Lucy lässt hier das Eclipse-Tor öffnen, um so die Kanone gegen die Drachen vorzubereiten, auch wenn Rogue davon ausgegangen ist, dass sie was anderes macht. Während sie also hier das Tor öffnen, geht es bei Natsus Kampf heiß umher. Dabei geht Rogue auch hier in den weißen Schattendrachen-Modus. Damit ist er also nun weitaus mächtiger als eben Natsu. Yo Leute, Ruffy aus dem Cut hier. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich die Zensur vom Anime sehr merkwürdig finde. Das war's, es geht weiter. Und diese Magie kann er hier nur wirken, weil er sie Sting gestohlen hat, als er ihn eben umbrachte. Bevor Natsu aber hier völlig untergeht, kommt ihm Ul zur Hilfe. Weswegen Rogue erst einmal die Fliege macht. Lucy möchte dann auch das Tor doch schließen, wie Rogue eben vorhergesagt hat. Was hier nur daran liegt, dass sie realisiert hat, dass dieses Tor nicht nur ein Tor in die Zukunft, sondern auch in die Vergangenheit ist. Sie hat also verstanden, dass die Drachen, die prophezeit worden sind, die Drachen sind, die von vor über 400 Jahren in ihre Gegenwart gereist sind. Es kommt hier also tatsächlich dazu, dass die Drachen der Vergangenheit aus dem Tor rauskommen. Normalerweise kann man den Zeitraum der Zeitreise auch bestimmen. Wegen der Mondfinsternis ist die Magie heute aber durcheinander geraten, was so ziemlich der Mashima-likeste Weg ist, zu erklären, dass hier alles schief läuft. Allein kann sie das Tor hier aber leider nicht schließen. Doch zu ihrem Glück kommt Yukino dazu, wodurch sie nun das Tor schließen können. Doch auch wenn das Tor jetzt zu ist, haben es trotzdem noch 7 Drachen rausgeschafft. Und genau das war auch Rogues Plan. Er wollte nämlich hier, dass die Drachen wieder frei sind. Weil er nämlich eine Fähigkeit hat, mit der er die Drachen beherrschen kann. Natsu lässt die ganze Situation hier aber völlig kalt. Er sucht sich sofort den Highground, macht Rogue ausfindig und geht sofort in die zweite Runde mit ihm. Bei dieser ganzen Drachenschlacht kommt auch raus, dass Sting und Rogue eigentlich nicht direkt ihre Drachen umgebracht haben. Die Drachen lagen nämlich im Sterben und haben es von den beiden verlangt, um ihre Kiddos mit dem Mord eben zu boosten. Beim Kampf von Natsu und Rogue erklärt dieser dann, dass seine Zukunft zwar von Drachen beherrscht wird, doch dabei handelt es sich um einen einzigen, nämlich Agnologia. Um diesen zu bezwingen, braucht Rogue eben die anderen Drachen, sonst kann es nämlich keiner mit Agnologia aufnehmen. Ja, Natsu juckt das Ganze aber nicht wirklich. Er pfeffert den Drachen dann eine rein und macht seinen Homies klar, dass nun die Dragon Slayer zuschlagen müssen. Alle stellen sich also hier den Drachen. Und selbst Cobra, der Natsus Ruf erhört hat, ist nun mit von der Partie. Der Drache, den sie auch vorher auf dem Friedhof getroffen haben, juckt das Ganze ebenfalls nicht. Er pustet hier die ganzen Kleider der Leute weg, damit seine Nuggets gleich besser schmecken. Wendy ist damit aber mal so gar nicht einverstanden und gibt ihm deswegen eine Nackenschelle. Und keine Ahnung, dabei landet die frisch ausgezogene Lucy irgendwie in den Händen von Natsu und ja, ich werde Fanservice-Kräfte in Animes hier ganz sicher nicht hinterfragen. Er ist hingegen zwar nun die Zorro-Bandagen an, doch sie ist so K.O., dass sie nicht mehr weitergehen kann. Aber zu ihrem Glück ist ihr Lover nochmal für sie da. Natsu kam hier auch auf eine spitzen Idee.
er disrespectet einfach mal den Laxesquad, nimmt sich ihren Drachen an und snackt ihn einfach komplett weg. Doch dabei kommt es dem Feuerdrachen hier so vor, als würde er gerade von Ignil gegessen werden. Weil dieser also dadurch erfährt, dass Ignil der Papa von Natsu ist, naja, tun sie sich zusammen, um Rogue auseinanderzunehmen. Und mit den Flammen von Atlas, die Natsu sich hier gesnackt hat, ist er nun viel mächtiger als vorher. Während Natsu sich also übelst fertig macht, bekommt Rogue von einem Drachen mit, dass er selbst, also sein Zukunfts-Ich, der Übeltäter ist. Damit checkt er auch nun, dass sein Schatten schon die ganze Zeit über etwas mit Future Rogue zu tun hatte. Außerdem möchte Olin hier umbringen, um damit im Umkehrschluss Future Rogue das Handwerk zu legen. Auch wenn Natsu vorher schon meinte, dass man den aktuellen Rogue keine Schuld geben kann, scheint Olin hier fest entschlossen zu sein. Meliana denkt aber auch, dass nun der richtige Zeitpunkt angekommen ist, um eben Rache an Gerard zu nehmen, weswegen Olin nochmal ihren Angriff stoppt und hier die Schuld auf sich nehmen möchte. Sie versucht auch hier sich als große Antagonisten zu pushen, damit es ihr eben leichter fällt, den unschuldigen Rogue umzubringen, um die Zukunft zu retten. Letzten Endes bringt sie es aber hier nicht übers Herz und es kommt sogar noch schlimmer auf den anderen Schlachtfeldern, weil Gray von einer Attacke Rengoku'd wird und drauf geht. Und auch die anderen Magier sind hier einfach mal am Sterben. Falls ihr jetzt denkt, dass Fairy Tail endlich mal große Konsequenzen mit sich bringt und Leute umbringt, liegt ihr falsch, denn Ul hat hier einen Entschluss gefasst. Sie möchte hier ihr gesamtes Leben als Preis für ihre vergangenen Sünden opfern. Sie nutzt also hier den Zauber Letztes Zeit. Oral-B weiss, dass alle Zähne eine perfekte und sensible Reinigung verdienen. Der Rundbürstenkopf. Also ich muss sagen, das Ding war nicht mal ein Asspull, weil sie hat ja, also das ist einmalig. Und außerdem war ihre Lebenszeit irgendwie 5 Minuten wert. Das ist irgendwie, ja, ziemlich garbage an der Stelle. Aber es hat wenigstens gereicht, damit sie... Gegenzug der eigenen Lebensspanne, die Zeit... Das hat wenigstens gereicht, um mit ihrer Lebensspanne... Gray und so zu beschützen. Zeit auf der Welt zurückspult. Doch auch wenn sie wieder dahin zurück wollte, bevor das Tor sich geöffnet hat, reicht ihre Lebenskraft nur aus, um eben eine Minute zurückzuspulen. Ah ja, sogar nur eine Minute. Das ist richtig lächerlich. Ey, Leute, stellt euch mal vor, ihr castet einen Zauber, der so eigentlich mächtig wäre, dass er die Zeit zurückdreht und euer Leben ist eine Minute wert. Eure Lebensspanne. Aua. Klar, wie gesagt, das hat Gray und so gerettet, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist ein bisschen disgusting. Und später sieht man sie irgendwie noch wahrscheinlich als alte Frau wieder. Die gute Ult hier. Ob die jetzt noch lebt am Ende von Fairy Tail, ich weiß gar nicht. Spulen. Auch wenn Ul damit hier denkt, dass das Opfern ihres Lebens umsonst war, konnte sie so Gray wieder ins Leben rufen. Außerdem haben hier alle Magier noch eine leichte Ahnung davon, was in der Zukunft in einer Minute passiert. Weswegen sie eben die Angriffe der Drachen kennen und ausweichen können. Diese kleine Minute, die Ul also rausgeholt hat, ändert den gesamten Verlauf und eben das Schicksal der Menschheit. Werden dazu auch weiter... Und da sieht man, was eine Minute ausrichten kann, wenn man, ja, Dinge schon mal nur wegen einer Minute zurückdrehen kann. Ja, das ist richtig broken. Schellen an Rogue verteilt, kommt Lucy auf die Idee, das Eclipse-Tor zu zerstören. Durch die Kettenreaktion würde das Zerstören des Tores nämlich bedeuten, dass es aufhört, in der Zukunft zu existieren. Und so könnte Future Rogue nie in die Vergangenheit reisen. Und wir erfahren übrigens dann auch, dass Rogue das alles gemacht hat, weil sein Frosch gestorben ist. Ja, das ist eigentlich alles. Ja, Natsu juckt das Ganze mal wieder überhaupt nicht. Er breakt den... Da merkt man, dass Ruffy eigentlich keine Sympathie gegenüber Tieren hat, zumindest nicht gegen solche aus dem Anime zumindest, oder nicht verstehen kann, weil das ist alles, ist gelinde gesagt, ich meine, einfach schwach. Er bringt gute Jokes, aber der war schwach an der Stelle, weil ich meine, viele nehmen Tiere als, na, Lebensinhalt, ne? Viele nehmen auch einfach, weil sie keinen Partner haben, ein Tier, ne? Dass sie nicht alleine sind. Und da kann schon eine richtige geile Bindung entstehen. Und in dem Fall kann ja Frosch noch reden.
und mit ihm interagieren und kommunizieren. Und die haben halt schon eine richtig heftige Bindung. Und da zu sagen, ja, legit nur Frosch ist gestorben, nur. Ich weiß, ich selbst mag ja auch Tiere nicht bei mir haben. Deswegen habe ich ja keine Haustiere. Aber ich verstehe es wenigstens, wenn Leute das zu Hause haben und so viel Bedeutung beimessen. Werde ich selbst nie können, aber ich appreciate das, wenn es andere machen. Also, ja, und dann einfach nur sagen, das ist, weil ich habe ja, wie gesagt, auch noch meine Mutter, die hat einen halben Zoo zu Hause, vor allem den früher. Ich meine, die hat sogar Wellensittiche zu Hause gehabt, alles. Jetzt hat sie irgendwelche Geckos zu Hause und noch, also ganz am Anfang, wo sie mit ihrem neuen Mann zusammengezogen ist, ja, sie hat ein zweites Mal geheiratet, hatte sie 10 Katzen, 8 Hunde oder so, irgendwie, oder 10 Hunde, 8 Katzen, irgendwie so um den Dreh, Reptilien und alles zu Hause. Und für sie sind Tiere alles. Also, ich kenne beide Varianten. Einfach rum und gibt ihr eine Kopfnuss in die gute alte Magengrube. Dabei übernimmt er auch die Aufgabe der anderen und schleudert ihr den Drachen auf das Eclipse-Tor, um es zu zerstören. Die Drachen verabschieden sich also damit und Natsu nimmt hier Abschied von seinem neu gewonnenen Onkel. Und auch Rogue aus der Zukunft macht hier einen Abgang mit der Ansage, dass Frosch eben nächstes Jahr sterben wird und Gray derjenige sein wird, der ihn umbringt. Dadurch, dass das Zerstören des Eclipse-Tor niemand mehr zurückreisen kann und alles andere, was passiert ist, nicht passieren kann, heißt es auch, dass Future Lucy in einer Zukunft, die uns eigentlich egal sein kann, doch noch lebt und wieder auf Abenteuer gehen kann. Ja, nicht mal Leute aus der Zukunft konnte Mashima hier umbringen. Wir sehen auch Ull, die doch nochmal überlebt hat und jetzt eine alte Frau ist. Ihren Freunden gibt sie dabei aber einen Brief, in dem steht, dass sie sich einfach nur aus dem Staub gemacht haben soll. Gray durchschaut das Ganze natürlich und versteht nun hier, dass er ein weiteres Mal von einer Ull gerettet wurde. Mit Fairy Tail, die ihre neu gewonnene Championship für die Grand Magic Battle Games annimmt, geht dieser Arc dann auch hier endlich zu Ende. Zeriff ist hier aber nicht so happy. Er trifft hier auf Mavis und erklärt ihr, dass er seit Jahrhunderten mit anschaut, wie schlimm die Menschheit ist. Er hat also hier die komplette Menschheit aufgegeben und will nun alles daran setzen, sie komplett auszurotten. Mavis will hier aber alles daran setzen, um Zeriff um jeden Preis zu stoppen. Doch erstmal switchen wir zu einer Badeszene. Das Ding ist hier aber, dass Flair irgendwie auch am Start ist. Nur ist sie jetzt eben gut geworden. Aber erstmal sehen wir, dass Natsu und Gray sich bei ihrer Sidequest ordentlich auf die Eier gehen. Deswegen kommt ihr Girl Squad auch mal dazu. Sie beefen hier sogar so heftig rum, dass sie Ersa dabei auf die Fresse geben. Eigentlich ist der Auftrag hier aber super wichtig. Sie haben ihn nämlich vom Brokkoli-Kopf bekommen. Einer der 4 stärksten Magier des Heiligen Kreuzes. Jedenfalls gibt Varrod unseren Leuten hier den Auftrag, das Dorf der Sonne, die eine immerwährende Flamme haben soll, zu retten. Denn irgendwie wurden alle eingefroren. Der Holzkopf gehört. Ja, zum Holzkopf kommen wir gleich. An der Stelle, wo ich gemerkt hätte, dass ich eher seine geballert hätte, ich hätte mich persönlich verlocht. Also, ich hätte mich persönlich eingebuddelt. Ich hätte mir den Sargstein per se selbst geschnitzt. Leg dich nicht mit Ersa an. Die zersäbelt dich per se. Gehört hier, by the way, zu den Gründungsbegierden von Fairy Tail und sah vorher nicht aus wie ein verlockter Baum. Angekommen im Dorf finden sie dann irgendwelche Riesen auf, wodurch Gray natürlich miese Ull-Flashbacks bekommt. Seine Magie bringt hier aber rein gar nichts. Er kann die Riesen nämlich nicht auftauen. Zeit haben sie aber auch nicht, weil die großen Big Bads von diesem Arc nun hier sind. Sephiroth für Arme, ein Monster Hunter Character und mein Kollege Taha. Der eigentliche Gegner für diesen Arc ist hier auch Minerva, da sie nun Teil einer dunklen Gilde ist. Die Pappnasen haben dabei übrigens auch das Gegenmittel für das Einfrieren der Riesen. Sie rennen hier aber einfach weg. Und während sie dann irgendwie rumalbern, wird Ersa zu einem Kind. Wenigstens konnte Gray dann auf der anderen Seite das Gegenmittel doch wieder erlangen, weil Happy aber genauso verlässlich ist wie Son Gohan und damit sind sie am Arsch. Natsu hört dabei aber irgendwie unter dem Eis eine Stimme und geht dem erstmal nach. Dabei wird auch er zu einem Kind verwandelt.
Hinter dieser ganzen Verwandlung steckt hier der Partner von Minerva. Und sie selbst kämpft hier auch mal gegen Ersa. Die anderen wurden dabei ebenfalls gesplittet. Aber Wendy und Lucy bekommen hier Support von Flair. Ja, sie stalkt Lucy halt immer, deswegen muss sie sich, aufhält. Außerdem stammt sie ursprünglich aus diesem Dorf hier. Zusammen bauen sie also hier die Big Bad Stun easy kaputt. Die Backstory von Flair ist hier die, dass sie eben im Dorf damals anders war als die Riesen. Deswegen war sie einsam, ist geflüchtet und landete dann irgendwann bei Raventail. Sie war damals naiv und wusste es einfach nicht besser. By the way, ist Grey mittlerweile auch ein Kiddo geworden. Er bekommt also deswegen noch krassere Flashbacks und hat einen richtigen Mental Breakdown. Weil Ul Grey dann aber in seinem Inneren erreichen kann, fasst er neuen Mut und kann hier seinen Gegner doch nochmal auf Eis setzen. Genauso wie dich, alle Girls, bei denen du es auf Instagram versuchst. Er ist hingegen wäre hier auch beinahe gestorben, da ihr, yo, schmeißt deine Ehre nicht weg, indem du mich tötest, Nojutsu nicht funktioniert hat. Da Grey aber den Homie hier besiegt hat, ist die Magie gebrochen und Ersa wird wieder groß. Sie werden dann aber wieder klein, weil sich Greys Gegner dann in einen Dämonen verwandelt. Und zwar einen, den Grey aus dem Buch von Seraph kennt. Minerva und die anderen sind dabei aber auch mal im Mini-Format unterwegs. Grey spürt hier aber, dass eine seltsame Kraft am Werk ist. Er packt also hier eine Stelle des eingefrorenen Bodens an, bekommt einen Boost und wird wieder ein Erwachsener. Doch sein Gegner ist dann ganz schön happy, weil er damit irgendwie das Tor zur Unterwelt geöffnet hat. He's a healer. And he's got this big, like, sniper rifle. He's got his big... So einen Dämonenvogel nervt dann zwar rum, aber Natsu haut ihn einfach mal aufs Fressbrett. Grey checkt damit also, wie er jetzt das Eis auftauen kann und dabei bemerken sie, dass die immerwährende Flamme vom Dorf mittlerweile ausgegangen ist. Das ist aber nicht so schlimm, weil Natsu dem Vogel so dermaßen kranke Schellen gegeben hat, dass sie dann wieder anfängt zu brennen. Die immerwährende Flamme wurde nämlich damals von Natsus alten Homie in die Welt gesetzt, nämlich Atlas. Den Geist von Atlas können sie hier aber nur dank der Milky Way Magie von eben Wendy sehen. Seine Erinnerungen sind zwar nicht ganz intakt, aber von ihm erfahren sie, dass ein Demon Slayer hinter der ganzen Vereisung steckt. Und ja, ihr habt's richtig gehört. Fairy Tail hatte Demon Slayer bevor Demon Slayer. Mit der letzten Nachricht, dass es Ignil vor 400 Jahren nicht gelungen ist, den Demon END zu besiegen, ist auch hier nun das Ende für Atlas besiegelt. Und dafür können die Riesen auch wieder frei herumroamen. Was cool ist, dass sie und Flair nun wieder die allerbesten Friendos sind. Minerva, die auch wieder zurück ist, wird aber nicht so nett begrüßt, denn jemand von Tartaros, der Organisation, die auch hinter dem Einfrieren der Riesen steckt, hat ihre Gilde zerstört und hat nun das gleiche mit ihr vor. Erstmal bekommen unsere Leute auch hier eine fette Belohnung. Nämlich ein Bart mit Varrot. Dabei erfahren sie auch mal, dass er ebenfalls ein alter Fairytale-Haudegen ist. Er weiß hier auch von Tartaros Bescheid. Tartaros ist nämlich eine dunkle Gilde, die wohl so mächtig ist, weil sie das Buch von Seraph besitzen. Der Rat möchte deswegen etwas dagegen unternehmen. Doch dafür ist es hier schon längst zu spät. Weil der Rat hier komplett zerballert wird. Und verdammt, die ziehen hier so richtig durch. Ich meine, die... bringen die Charaktere sogar so richtig um. Selbst Mess kann das Ganze hier überhaupt nicht fassen. Deswegen will er hier mehr Infos von Cobra haben, der ebenfalls damals Teil einer dunklen Gilde war und immer noch gefangen ist. Doch dieser möchte für seine Infos freigelassen werden. Ihr Gegner Tartaros ist hier aber verdammt nochmal stark. Einer von den Tartaros-Homies nimmt auch hier Laxus-Leute komplett auseinander. Weil sie eben hier mit einem Ratsmitglied chillen, was hingerichtet werden soll. Zu ihrem Glück schlägt aber Laxus mit seinem Zuältermantel rechtzeitig ein. Und Mann, unser Boy macht hier den Hund zu einem Hund. Doch irgendwie lebt das Ding danach immer noch und explodiert dann. Er selber hat aber hier nur eins seiner vielen Leben geopfert und die anderen Magier sind nun geschwächt durch die Vergiftung der Explosion. Laxus opfert sich aber dabei für alle auf und saugt hier das gesamte Gift auf. Ja, Mashima, hab schon gecheckt, du willst ihn für den Arc rausschreiben, richtig? Jedenfalls hat Laxus hier damit erneut seine Taten von damals wieder gut gemacht, da er so die gesamte Stadt vor der Vergiftung retten konnte. Nun ist Natsu aber mal so richtig sauer. Und der Hund, der sich gesprengt hat, der regeneriert sich hier einfach locker flockig in seinem Dragon Ball Tank. Minerva ist dabei auch schon ordentlich am Köcheln wie nice Dreads unter einem Durag.
Ja, aber wie das hier weitergeht, sehen wir mit dem Tartarus Arc im nächsten Part. Und wahrscheinlich auch im letzten, da werde ich gleich durchziehen. Dann gibt es ein 2-Stunden-Special noch. Aber, jo, ich dachte mir, so jetzt noch eine Stunde aufnehmen, ich muss morgen früh raus, ne? Es ist 12 Uhr, jetzt will ich noch mal eine Stunde für mich gönnen. Ja, auf jeden Fall war wieder mal eine schöne Session. Und es ist cool, mal das Revue zu passieren. Gerne mal eure Gedanken zu dem, was wir gesehen haben, in die Kommentare mit euch. Ja. Und wie gesagt, supportet das bei Ruffy auch noch. Könnt's ja laufen lassen im Hintergrund, einfach, dass er auch Support kriegt dafür, weil das ist ein richtiges Meisterwerk an sich. Auch wenn einige Stellen mir nicht so ganz passen wie das mit dem Frosch. Wie gesagt, mir hat der Charakter jetzt auch nichts gesagt, aber einfach die, ja, ist ja ein Tier, ne? Und deshalb fühle ich den Guess jetzt nicht so, dass man einfach sagt, ja. Ja, nur der Frosch ist gestorben, ja. Andere würden deswegen in tiefste Depressionen reinballern oder eben auf die böse Seite wechseln. Wie jetzt eben Rogue aus der Zukunft. Ja gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Figuring.